Ja, und damit, ja, herzlich willkommen auch an dich auf YouTube zu einer weiteren Folge Doom. Hier im Live-Let's Play, wir befinden uns wieder auf Twitch und du ja auf YouTube. Ja, wir haben hier letztens aufgehört, ich bin gar nicht mehr so, ich muss erstmal wieder, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. So, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn, wie war denn mal, hier Waffenrad, siehste? Dann kann ich schon mal ein bisschen gucken, also Chain Gun, Ja, die Schrotflinte nehme ich und dann nehme ich mal das Sturmgewehr. Da haben wir immer viele Muni für. Schau mal, dass ich vielleicht nochmal hier irgendwas finde. Ach stimmt, wir haben ja hier letztens... Ah, richtig, wir haben ja hier letztens aufgeräumt. Ja, ich entsinne mich. Als wäre es gestern gewesen. Mein Gott, ist schon wieder eine Woche her. So. Das brauchen wir eigentlich nicht momentan. Das hätten wir gut gebrauchen können. Oh, ich habe ganz vergessen... Ich muss mal ganz schnell, entschuldigt bitte, ich habe total vergessen. Nein, nicht Netzwerk, nein, huch. Wo ist es denn? Und das in der Aufnahme, egal. ich muss die Mitteilung ausmachen, entschuldigt bitte, ich habe das total vergessen. Der liebe Anu ist gerade online gekommen, super. So, wo müssen wir denn hin? Ich bin, ihr merkt es, ich bin total unvorbereitet. Was? Oh, Gronkh! Was, Gronkh? Wer, wo? Müssen wir, waren wir da oben schon gewesen? Ich bin gar nicht mehr so... Oh, hier liegt noch Benzin. Nehmen wir auch noch mit für die Kettensäge. Hier liegt auch noch ein bisschen... Hey, Munition. Cool. Da auch noch. Aha. Auch noch Munition. Sehr schön. So, da gucken wir doch mal. Ich glaube, dann haben wir soweit alles abgegrasen. Okay, wir müssen... Ah, genau. Wir hatten hier, glaube ich, auch letztes Mal aufgehört. Da müssen wir rein. Ich glaube, wir müssen ja, glaube ich, zu Samuel Hayden jetzt. Und ich frage mich sowieso jetzt hier irgendwie wegen... Warum ist immer auf dem Mars alles so die Action? Warum nicht die Erde? Aber naja, gut, vielleicht finden wir es ja raus. Keine Sorge wegen der Systemaktualisierung. Sherkasan, ich grüße dich. Unserer dimensionalen Kette. Damit kann ich dich aus der Hölle zurückholen. Bitte entschuldige den Stoß. Aber ich dachte mir, dass du dich sonst weiterbringst. Yeah. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich habe Stoß. Einige Vorräte in meinem Büro. Hier entlang, bitte. Er hat Stoß gesagt. Warte mal eben. Moment, ich, warte. Wie, kann ich nicht? Na toll. Müssen wir wahrscheinlich nachher noch hier lang. Hallo Tyrial Prime, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Action. Oh yeah, Baby. Natürlich. So. Alles mitnehmen. So, klick, klick. Cool. Die Zerstörung des Argent Towers ist verheerend. Aber ich bin bereit, dir zu helfen, das Portal zu schließen. Alter, sag mal, warte. All unsere Arbeit und unser Wissen über ihre Welt beruhen auf den Inschriften eines großen Steinartefakts, das wir zu Beginn des Programms aus der Hölle geholt haben. Wir nennen es den Helixstein. Es ist unser wichtigstes Stück. Olivia war besessen davon. Der Stein hat uns verraten, wie man die Energie der Hölle manipuliert und für sich nutzen kann. Außerdem hat er uns zu dir geführt. Der Helixstein hat uns geholfen, die Macht des Brunnens einzufangen. Ich bin überzeugt, dass er dir zeigen wird, wie du den Brunnen stilllegst. Olivia hat den Helixstein schon seit Jahren in ihrem Büro in den Lazarus-Laboren. Die können nur über einen Aufzug im Komplex für fortgeschrittene Forschung auf der anderen Seite des Abgrunds erreicht werden. Deine Vorliebe für Waffen ist offensichtlich. Ich bin sicher, du wirst dort etwas Nützliches finden. Oh ja, das glaube ich auch. Der Wartungsaufzug liegt am Ende des Gangs. So, infiltriere die Abteilung für Waffentechnologie. Alter, oh Gott, da wären wir, glaube ich, alter Schwede. Ach komm mal, was haben wir hier? Kann man das lesen? Schade, ich dachte, man kann das hier lesen. Boah, wie geil. Alter, sag mal ganz ehrlich, was hat der für einen riesen Schreibtisch? Boah, so einen Schreibtisch hätte ich auch gerne.
Oh, wäre das ein Porno-Schreibtisch für Let's Plays und der Porno-Stuhl? Alter. Boah, hier Tastatur. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Live Show. Voll übertriebener Schreibtisch, aber egal. Habe ich mir mal eben gegönnt. Das ist hier übrigens hier mein, mein Bot, der mir mal Kaffee bringt bei den Let's Plays. Ah, wie geil. Okay, dann müssen wir jetzt zu den Leisurals Laboren. Und... Okay, Tür zu. Der will für sich alleine sein. Der, wer weiß, was der jetzt macht. So, dann gucken wir doch mal. Können wir uns jetzt heilen? Ah, jetzt geht's. Ja, möchte ich. So. Dann wollen wir mal schauen. Da ist der Aufzug. Komme ich hier rein? Nein, komme ich nicht. Okay. Hier ist der Fahrstuhl. Gibt es eine schöne Fahrstuhlmusik? Oh, das ging ja schnell. Höllenbrut, wo seid ihr? So, hier haben wir wieder einen Codex-Eintrag. Schauen mal, was haben wir denn da? Nach der Wiedergeburt von Samuel, Projektleiter der Agent-Einrichtung. Es wurde als zu bizarr gesehen, den ersten Cyborg der Welt zum Chef des mächtigen Konzerns im Sonnensystem zu machen. Ja, okay. Ah, interessant. Ich möchte auch keinen Roboter als Chef haben. Oh, guck mal, wer da hinten läuft. Ich bin total raus irgendwie. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier mit der Steuerung wieder klarkomme. Oh! Hallo! Helmbrut! Ah, guck mal hier! Na, ja, machen wir erstmal so. Hier weg, geh aus dem Bild! So. Den USB-Stick nehme ich mit. Den brauchst du nicht mehr. Oh ja. Wahrscheinlich Pornos drauf. Oh, da ist eine Rune. Da müssen wir definitiv hin. Da ist wieder eine Runenprüfung. Achso, apropos Runenprüfung. Wir können mal eben schauen, wie ist eigentlich mit unserer Runenprüfung hier? Wie sieht's denn da aus? Was waren das nochmal? Ach, sammeln Rüstungsteile und sammeln Munitionsgegenstände. Ja, das... Oh, wir haben es schon verbessert. Cool. Erhöht die Entfernung aus der Such und was, wenn nicht durchgeführt werden kann. Ah, aber da können wir doch einen neuen einsetzen, oder? Wenn wir schon einmal dabei sind. Führe 25 Glory Kills aus. Während, was? Wildheit ausgerüstet? Was, was? Okay. Was haben wir da noch? Töte 30 Dämonen, während du in der Luft... Na, während du in der Luft bist. Was haben wir da noch? 30 Ausrüstungsgegenstände. Ah, hier, 25 Tod von oben Glory Kills. Das können wir mal machen. Können wir das mal als Rune ausrüsten. Und dann probieren wir das mal aus. Die anderen sammeln sich ja von selbst. Hallo. Oh, guck mal, wer angelaufen kommt. Lüll, ist da was für dich? Was denn? Was ist was für mich? Achso, den USB-Stick, ja. So. Bam. Wo ist denn der? Ist der explodiert, der eine? Hä, wo ist denn der eine hin? So. Okay. Ziemlich ruhig hier, gefällt mir gerade irgendwie nicht. Ich weiß nicht, müssen wir mal gucken. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, da kommt gleich noch was. Luftschleuse. Ich glaube, wir kommen da draußen jetzt, oder? Ach du heiliger... Ach du heiliger Schrosack. Oh Gott. Oh Gott. Da ist noch verschlossen. Ich glaube, jetzt gleich geht's wieder auch zur Sache. Ich schaue mich noch mal ein bisschen um. Okay, hier liegt Munition. Hier müssen wir wahrscheinlich gleich langen. Oh, da oben ist schneller bewegen. Boah, wie geil das einfach hier aussieht. Das ist unfassbar. Ich hoffe, ihr... Was war das denn? Geh aus dem Bild. Boah, den habe ich... Boah, den habe ich voll durch die Wand getreten. Was? Sollte eigentlich nicht so sein. Aber gut. So. So, da ist der auch schon mal weg. Ich clear schon mal so ein bisschen die Area. I clear the area. Ah, hier kommen wir wahrscheinlich das Notfallsperrung. Aha, Sicherheitsfeldsteuerung. K
können wir noch nichts tun. Wahrscheinlich müssen wir erst hier die Dämonenpräsenz wieder beseitigen. Das machen wir doch direkt mal. Hä? Du schon wieder? Gerne Seite. Du stinkst nach Maggi. So. Yeah! Yeah! Survival! Gisela, Gisela, du machst mich verrückt. Gisela, Gisela, du geiles Stück. Ihr Gisela, ess auf, ist genug für jeden da. Wuhu. Bam. Yeah, du. Gisela, Gisela. Oh Mann, das war nicht gut. Bam. So. Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. Bam. So, wir müssen das mal machen mit den Tod von oben Kills, damit wir die Rune da auch kriegen. Oh, der Revenant steht neben uns. Hallo, Revenant. Oh, zwei Revenants. Hey, drei Revenants. Was ist hier los? Voll die Revenant-Party. Alter Schwede. So, warte mal. Ja, ja, ist okay. Hör auf damit. So, bam. Ins Gesicht. Oh, weißt du was? Du bist wie ein Nike-Air-Schuh. Reintreten und sich wohlfühlen. So, bam. Na, hallo, bleibst du mal stehen? Ich muss mit dir reden. Yeah. Geh weg, Gisela. Du stinkst nach Maggi immer noch. Hab ich dir gesagt. Gisela? Dir fehlt da was. Alter, huha. So, Hallöchen an alle, die eingeschaltet haben. Willkommen zur Let's Play Live, schon zum Live-Let's Play von Doom. So, was ist The Revenant, aka DiCaprio, was? So, ich glaube, da haben wir soweit alles. Wir schauen nochmal, dass wir ein bisschen was sammeln können hier. Huch. Ja, okay. Das war nur ein Granatentest. Das wollte ich rausschmeißen. Ich wollte die Granate werfen. Ja, genau. So. Gucken wir doch mal. So, hier ein paar Granaten mitnehmen. Dann haben wir die auch wieder voll. Hier liegt auch noch was. Da haben wir gar nicht benutzt. Was ist denn das? Das sind auch irgendwie Granaten. Müssen wir mal gucken, dass wir die Säge auch mal benutzen. So, und die Glory Kills von oben. Müssen wir dran denken, dass wir die mal machen. So. Gibt's hier irgendwie... Achso, ich wollte mal auf die Karte geguckt haben. Gibt's hier... Ach, guck mal an. Da ist eine Tür aufgegangen. Da geht's zur Runenprüfung. Cool. Geil. Dann gehen wir mal da rein. Da machen wir jetzt erstmal die Runenprüfung. Haha. Höllenbrot. Es wird Zeit für eine neue Runenprüfung. Ja. So, was haben wir denn da? Runenprüfung. Schalte mit dem schweren Sturmgewehr alle Ziele aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Bewegung ist nur 3 Sekunden lang nach einem Kill möglich. Eieieiei. Klingt vielversprechend. Aber ich denke mal, dass es machbar ist. Wo? Tralali, tralalu, tralalalalala. Lalala, lalala, lalala. Boah, was eine geile Stream-Quali. Feier ich immer wieder. Ja, wie gesagt, am Montag kommt der Techniker. Da bin ich mal gespannt, wie es dann ist. Vielleicht kann ich dann endlich wieder von live von der PlayStation streamen. Yeah. Und vielen lieben Dank an 15 Zuschauer. Vielen lieben Dank. Dankeschön dafür. So. Und natürlich für dich auf YouTube. Willkommen. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Ich kann mich nicht... Aua, hör auf, lass das. Lass das. Lass das, habe ich gesagt. Oh, ich habe kaum noch Leben. Hua. Huh.
Hö, was, wo? Wer, was, wo? Ey, das ist unfair. Hö! Das ist unfair. Boah, das ist aber mies. Das ist aber echt mies. Oh Mann. Boah. Dann schauen wir mal. Aber ich denke mal auch, dass es machbar ist. Also so schwer ist es jetzt nicht. So, die Zombies erledigen wir mal. Bisschen Muni sammeln. Jetzt hänge ich wieder fest, natürlich, weil... hallo? Hallo? Ah, da. Da seid ihr, Höllenbrut. Die sterben. Na, geh doch einfach sterben. Mann, du. So. Jetzt hänge ich hier wieder fest. Super, ist ja ganz toll. Habe ich ihn erledigt? Ja, habe ich. Sehr schön. Aber ich habe kaum noch Leben. Das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Ich sehe nichts. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Nein. Verdammt. Scheiße. So ein Mist aber auch. So. Ist nicht einfach. So, warte mal. Aua, lass das. Lass das. Lass das, habe ich dir gesagt. Hallo? Aua. Na toll. Hör auf, hört auf damit, habe ich gesagt. Lass mich. Können wieder ein bisschen weiterlaufen. Jetzt hänge ich hier, super. Geh tot, geh tot. Wie viel muss ich denn noch? Yeah, cool. So, Runenprüfung, verfügbare Belohnung. Blutbetrieben. Du bewegst dich kurzzeitig schneller, nachdem du einen Glory-Kill erzielt hast. Geil. Was müssen wir denn dafür machen?